Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit Samson gespielt gehabt, den es hier glaube ich, doch es gibt ihn sogar hier auch noch. Wow, es gibt hier auch einen Samson. Auf jeden Fall haben wir das geschafft mit Samson. Und das ist natürlich wieder die Mod, wie ihr vielleicht an der Musik hört im Hintergrund. Die übrigens sehr schön ist. Und in dieser Mod wollen wir nochmal die ganzen Challenges hier schaffen. Die sechste und die neunte haben wir schon geschafft. Fehlen also noch ein paar Glas-Cannon? Die gab es aber auch schon im alten, oder? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar. Wir könnten natürlich von der ersten anfangen, aber die erste ist, glaube ich, nicht so toll. Deswegen Patience. Aber Patience klingt auch böse. Careful klingt auch böse. Ach du grüne Deute. Blood Martyr. Komm, spielen wir Blood Martyr. Der blutige Martyr. Ah, nein. Was? Nee, dein Ernst? Okay, wir haben Wafer, wir haben das Polaroid. Wir haben mehr Schaden durch den Kranz, den Dornkranz. Und als einziges Damage, das wir haben, haben wir Razorblade oder wie das. Nee, nicht Razorblade, wie heißt denn das? Das Ding da oben. Wie heißt das? Halt eine Rasierklinge. Die Rasierklinge von. Hi. Hi. Na? Die Rasierklinge von Samson. Ja, müssen wir einsetzen. Mit dieser Rasierklinge verliert man jedes Mal, wenn man sie einsetzt. Oh mein Gott. Ein halbes Leben. Und das kann echt blöd werden. Heißt also, wir müssen relativ schnell zum Boss. Stimmt, wie sollen wir den denn jetzt besiegen? Okay, alles ist auf jeden Fall One-Hit tot. Wir müssen aber. Dann ist das ja richtig Glück, was man findet und wo man lang geht. Na gut, wir haben zumindest den ersten Boss relativ schnell gefunden. Okay, wir müssen auch nur Marm besiegen. Trotzdem ist das dann relativ viel Glück dabei. So. Hä, wieso kriegen wir blaue Herzen dazu? Strange. Hier ist auf jeden Fall noch ein Stein. Den bewahren wir uns nochmal auf. Oh, one. Oh, dein Ernst? Wieso kam da denn jetzt eine Spinne raus? Nee, ich will jetzt nicht noch. Mein Gott, jetzt muss ich das einsetzen wegen. Oh. Wegen dieser blöden Spinne. So, zwei Bomben ist ganz schön eigentlich. Wir haben die Left Hand. Das heißt, es werden mehr rote Kisten spawnen. Das heißt, wir werden vielleicht ein paar Bomben bekommen, was recht schön wäre. So, das war der falsche Weg. Verdammt. Guck mal, wir haben ein kleines Space Shuttle erschaffen auf der Map. Yay. So. Warum war da jetzt schon eine Trollbombe, frage ich mich. Aber okay, so, wir brauchen so viele Herzen, wie es geht. Wir sollten wirklich alle Herzen mitnehmen, die wir kriegen können. Und müssen dann halt hoffen, dass wir irgendwie recht schnell hier durchkommen. Are you Wizard ist uns egal. Bad Trip ist schlecht. Da haben wir zumindest den Boss. Man könnte dann auch mal nach einem Supergeheimraum suchen eigentlich. Da könnten ja immer mal so ganz viele Herzen drin sein. Das wird uns auf jeden Fall sehr doll helfen. Das auch schon. Na, shit. Das wird uns jetzt abgezogen. Nee, doch nicht. Okay. Das Gute ist, wir kriegen, wenn wir das einmal eingesetzt haben, diesen Schild durch Polaroid. Und das bringt uns weiter. Weil wir das dann die ganze Zeit einfach spammen können. So, Guardian Angel. Macht Guardian Angel Berührungsschaden. Das wäre nämlich richtig gut, dann würde ich das mitnehmen. Guardian Angel. Das Contact Damage. Okay, es macht Kontaktschaden. Nehme ich dann einfach mal mit. Denn Kontakt... Was, das fliegt uns... Was ist das denn für ein Guardian Angel? Was? Wieso fliegt der mit uns mit? Und nicht um uns rum? Oh, dann bringt uns das ja gar nichts. Nein, durch diesen Mod ist Guardian Angel anders. Dein Ernst? Ah, drei. Aber wir. Aha. Gut, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Schade drum. Naja. Gut. Schlüssel brauchen wir nicht. Boah.
Oh, unser Leben wird ganz schön knapp. Ist nicht ganz so gut, sonst Locke ist auch unnötig. Ja, wir sollten eventuell mehr mit unserem Guardian Angel machen. Wäre vielleicht ganz klug. Bei dem können wir das wieder nicht. Oh. Bei dem können wir das auch nicht. Was ist denn das? Wir haben gleich keine Leben mehr. Oh nein. Okay. Nee, können wir auch nicht. Wir können ihn da in der Mitte nicht treffen. Wir brauchen einen Raum, wo wir halt auch wirklich die Gegner treffen können. Hier zum Beispiel. So, jetzt stellen wir uns einfach hier hin. Hä, da macht er. Oh! Guardian Angel macht in diesem Mod keinen Berührungsschaden. Dann bringt er ja gar nichts. Der fängt wirklich nur die Dinger ab. Wow. Na, ganz toll. Was machen wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Herzen. So. Okay, dann können wir auch noch kurz die anderen Räume machen. Wenn hier schon so ein freier Raum ist, dann. Wow, toll. Gut, wir verlieren aber ja rote Herzen, wenn wir da reingehen. Das heißt, das machen wir. So. Aber wenigstens nicht unsere blauen Herzen verschwendet. Boah. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt langt mit unseren Herzen. Auf jeden Fall wird diese Challenge nicht lange gehen. Ne, wir sind schon in der vierten Ebene. Oh, wo lagen? Wieso können wir nicht schießen? Und. Warte, warte, was? Ach so! Was? Das war das! Oh, was? Das Guardian Angel ist ein Little Brimstone in diesem Fall. Was? Okay. Ja gut. Dann haben wir halt ein Little Brimstone. Ich habe mich eben nur gewundert, warum das so komisch leuchtet. Da muss man erstmal drauf kommen. Vor allem, wir können ja nicht schießen. Wie soll ich dann bitte darauf kommen, dass ich aufladen muss, damit ich schießen kann? Das Guardian Angel ist hier einfach ein Brimstone-Baby. Okay, damit wäre auch geklärt, warum es beim letzten Mal so geleuchtet hatte, als wir es hatten. Bei der Mod. Oh, nice. Das ist ja noch besser als Berührungsschaden. Geilo. Geilomatiko. Okay, dann haben wir, glaube ich, diese Challenge geschafft. Geil. Sollte halt wirklich kein Problem sein mit dem Baby. Wenn das halt ein Brimstone schießen kann. Ja gut, hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich jetzt noch ein paar mehr Leben. Hammergeil. Die 6 wird unsere Items rerollen. Ich habe allerdings Angst. Rerolls you. Rerolls Floor Drops und Rerolls Floor Items. Ich habe Angst, dass dann unser Baby weg ist und wir dann gar nichts mehr können. Die sehen witzig aus. Was, gibt es die wirklich in dem Spiel? Hä? Ich kenne sie nicht aus dem Spiel. Ich spiele das Spiel jetzt auch, aber die kannte ich noch nicht. Es gibt diese Grünen mit. Oh nein. Es gibt diese Grünen mit einer Wurzel drin. Aber die eben, weiß ich nicht. So, und wir kriegen unser Polaroid nicht mehr, weil wir Leben haben. Das ist ja öde. Weil wir Leben haben, ja. Das heißt, wir können das trotzdem nur einmal einsetzen. Hätten wir vielleicht von Anfang an keine Leben mitnehmen sollen. Aber dann hätten wir jetzt auch das Bümstenbaby nicht. Naja, ich glaube, das Bümstenbaby. Ich sag jetzt schon Bümstenbaby, obwohl das gar nicht das Bümstenbaby ist. Es ist natürlich. Oh nein. Geh weg. Ist natürlich Guardian Angel. So wie wir ihn kennen. Kennen und lieben. Mann, ey. Ja, nehmen wir mit. Mir doch egal. Dann können wir wenigstens die Bosse schnell besiegen. So richtig schnell. Und wir brauchen auch nur noch 2 Ebenen. Okay, das wird eine kurze Runde. Eine ziemlich kurze Challenge. Dann können wir danach vielleicht noch die Angel-Dings-Challenge machen. Die ist ja auch wahrscheinlich ganz kurz. Die ist wahrscheinlich genauso wie die Devil-Deal-Challenge. Können wir vorstellen, dass man dann alle Angel-Dinger bekommt. Alle Angel-Items.
Okay. Ich hätte gern das halbe Herz. Ja gut, dass da eine rote Kiste drin ist, das wundert mich jetzt eigentlich nicht, weil wir die Left Hand haben. So. Okay, wieder kein Sound, was auch immer. Die Mod ist so ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Aber die ist trotzdem witzig. So. Übrigens schön, wie der Guardian Angel ein Halo bekommt auf dem Kopf, wenn er ganz aufgeladen ist. Ein Heiligenschein. So. Du auch noch weg und du und überhaupt alle weg. Alle. Oh, okay, nehmen wir später mal mit. Irgendwann später, wenn wir den Boss besiegt haben. So. Nein, wir sind falsch gegangen. Oh Gott. Oh Gott. Das war Knappi. Ich bin Knappi, das kleine Knappi-Deal. Ah, wir haben ja gar nicht mehr. Stimmt. Ich dachte, wir hätten immer noch diesen Rasierer. Haben wir aber nicht. Und wieso sind da immer nur Trollbomben drin? Fängt das Baby jetzt eigentlich trotzdem Projektile ab? Das wüsste ich gern. Oder ist es einfach nur das Wimpsen-Baby? Wurde das einfach ausgetauscht? Warum auch immer. So. Auf jeden Fall sind wir ein alter Uppi und gehen zum Boss, welcher War ist, welcher schnell tot sein sollte. Ja, perfekt. Perfekt, jetzt haben wir sogar noch einen Cube of Meat. Mit dem können wir auf jeden Fall Berührungsschaden machen. Aber ist sowieso schon die letzte Ebene. Nach 13 Minuten, nicht schlecht. Oder nach 10 Minuten. Wow. Okay, was haben wir hier? Ach was. Hä? Ach so. Ich dachte schon, die sind irgendwie ganz hinten, dass man da gar nicht hinkommen würde. Oh Gott. Wenn man nicht fliegen könnte oder so. Ich schäme doch nicht. Okay, ein Speedup ist gut. Wie wir eben gemerkt haben, waren wir zu langsam. Wieso kommt da immer nur Trollbaum raus? Naja, wir müssen zumindest nur noch diese Ebene überleben. Ohne das Guardian Angel-Ding hätten wir diese Challenge aber gar nicht erst geschafft. Also man muss wirklich Glück haben bei der Challenge, um sie überhaupt zu schaffen. Entweder halt irgendein Geschöpf kriegen, was Berührungsschaden machen kann. AKA ein Cube of Meat oder sowas und dann damit kämpfen. Oder halt irgendeine Item-Kombination, mit der man richtig viele Herzen bekommt. Oder halt richtig viel Glück haben, dass man viele Herzen bekommt. Sonst ist das meiner Meinung nach nicht schaffbar. Oder halt mit Bomben ab und zu mal raussprengen aus dem Raum. Dass man dadurch auch nochmal weniger Leben verliert. Gott. Gut, das war dumm. Ich sehe es ja ein. Aber wir haben sowieso den Wafer. Würde das sonst einen Schaden machen? Dieses Ding. Der Rasierer, wird das sonst einen Schaden machen? Das wäre ja noch schöner. Oh Gott. So, Mutti, wo bist du? Da bist du. Danke, liebe Statue, für deine Hilfe. Okay, holen wir es nochmal kurz von dir Leben. Und dann sind wir auch schon beim letzten Boss. Nämlich Mutter. So, ich stelle mich einfach mal in die Mitte. Treffe sie gleich auf drei Seiten. Sehr schön. Pam. Und tot. Sehr cool. Schauen wir mal, was kriegen wir denn hier? Sojamilch. Oh, ganz toll. Das brauchen wir. Ja, okay. Haben wir die Challenge auch geschafft? War jetzt nicht so ganz schwer. Und dann können wir nochmal die Angelic. Angelic? Angelic. Angelic. Wir spielen die Angelic. Dings hier noch? Ja. Wir haben alle Items, die man in. Ne, alle Holy Items? Oder kann man die Dinger auch in.
Angel-Räumen finden. Guck mal, jetzt ist unser Angel, unser Dings hier richtig. Unser Guardian Angel. Das war gar kein Guardian Angel, der sah nur aus wie ein Guardian Angel. Jetzt. Oh, was? Jetzt fällt mir das auch auf, weil. Wisst ihr? Oh nein, wir sind lost. Warte, was? Haben wir irgendeinen Curse? Ah, okay, wir haben Curse. Und wir haben den Suicide King. Und wir haben Holy Mantle. Okay, das ist richtig OP. Suicide King, Holy Mantle. Das Schwert geht automatisch an die Gegner ran. Seht ihr das? Und dazu haben wir noch den Schild und alles. Vor allem Guardian Angel kann man ja gar nicht im goldenen Raum holen. Die werden von uns abgestoßen. Und ich kann keine blauen Herzen. Habe ich so viele blaue Herzen? Okay. Was auch immer. Vielleicht sind wir doch so lost, dass wir gar keine Leben haben. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir sogar ein paar Leben. Oh. Oh Gott. Dass wir die Suicide King Dings gut einsetzen könnten. So. Dann hätte ich die wenigstens mal irgendwann eingesetzt. Ich habe die Suicide King Karte nämlich noch niemals eingesetzt. Aber wenn wir sie lost wären, dann hätten wir auch blaue Herzen einsammeln können. Also sind wir wohl doch nicht so lost. Okay. Jetzt haben wir hier ein paar Pillen. 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 Okay, scheinbar haben wir rote Herzen. Ist interessant soweit. Und Gürtlings. Sehr schön. Sehr schön. Kriegen sogar noch ein All Stats ab. Warum nicht? Und tschüss. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben sogar die Bibel dabei. Bin ich jetzt mal gespannt, wie viel. Okay, wir haben zwei Leben, aber so richtig viele Herzen. Oh Gott. So richtig, richtig viele. Okay, eigentlich. Wie wir die wegstoßen. Das heißt, wir können unsere Suicide King-Dings sogar mal einsetzen. Das ist richtig merkwürdig, wenn das Schwert so komisch fliegt. Aber okay. Soll nicht mein Problem sein. Komm, wir zerschneiden einfach alles. Wir sind jetzt der Ritter der Gerechtigkeit. Fum, 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 fum. So, hier Passage. Schauen wir mal. Vielleicht ein Schwarzmarkt. Ja, auf jeden Fall eine Treppe. Mit dem Lucky Toe. Okay. Nehmen wir mit. Luck up ist immer gut. Heißt das, wir haben The Mind und so? Ja, wir haben alle drei und den Godhead auch. Holy Grail. Scapula. Dieses komische Herz, von dem ich den Namen vergessen habe. Sacred Heart. Sacred Heart haben wir auch. Ja, ist nett. Sollte nicht allzu lange dauern. So. Stimmt, wir wollten alles zerschneiden. Tut mir leid. Okay, ich zerschneide jetzt alles. Pam, pam. Oh, Krebs. Okay, nehmen wir Krebs mit. Krebs ist sowieso viel cooler. Dann können wir unser Messer noch schneller aufladen. Hier, die gibt es nämlich wirklich. Die kenne ich auch. Die kenne ich. So. Hallo, Pin. Der wird auch weggeschleudert von The Soul. Okay, was auch immer. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Oh nein, wir wurden einmal getroffen, aber eigentlich doch nicht. Wenn wir richtig viele Leben verlieren sollten, aus welchem Grund auch immer, dann werde ich die Suicide King Karte einsetzen, sonst nicht. Sonst nicht, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Dann würden wir einfach nur unsere ganzen Leben verlieren. Und die würde ich gern behalten. Aber wir würden dann halt neue Items bekommen. Wäre eigentlich ganz schön cool. Naja. Wir wissen auch, wo alles ist. Das heißt, wir müssen gar nicht so lange suchen. Wir können einfach zum Boss durchlaufen. Pestilence. Das heißt, wir kriegen wieder ein Cube of Meat oder sowas. So, dankeschön. Gut. Wollen wir vielleicht mal versuchen, das noch schneller zu schaffen als bei der Devil-Dings. Nee, schaffen wir ja gar nicht mehr. Devil haben wir in 5 Minuten oder so geschafft, oder? Das ging auf jeden Fall richtig schnell. So, wo ist der Boss? Da unten. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die erste Challenge oder so ist noch anspruchsvoller. Wo man nur die ganzen Begleiter da hat. Die ist so ein bisschen. Oh.
Die ist so ein bisschen ähnlich wie also wie die normalen Challenges, wie die Family Man Challenge, glaube ich. Weiß ich nicht, ich habe ja nur einmal kurz reingeguckt. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt gerade spielen wir irgendwie die ganzen einfachen. Nochmal Tears Up. Die ganzen einfachen Challenges. Aber sind trotzdem witzig irgendwie. Und wir müssen anscheinend nur bis zu Mums Herz kommen. Okay, schade. Nur bis Mums Herz ist ja öde. Obwohl, wie lange haben wir gebraucht für den Devil One, wo wir alle Devil-Items hatten? So ungefähr 7 Minuten, oder? Wenn wir uns beeilen, dann könnten wir sogar eventuell das noch unterbieten. Irgendwie. So, alles zerschneiden. Sehr schön. Was kriegen wir dann? Der zieht. Toll. Super toll. Ja, danke. So. Ja, was soll man denn im Angel Deal bekommen? Ah, man kriegt also normale Items in. Nee. Hä? Was kriegt man denn im Angel Deal, wenn man alles aus dem Angel Deal hat? Aber ich glaube, ich hatte im Angel Deal auch schon mal die Dead Sea wohl gesehen und gefunden. Und da hat mich das gerade verwirrt. So, zerschnibbeln. Ja, ich zerschnibbel euch alle. Wum, wum, wum. Hallo, Mutti. Tschüss, Mutti. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen noch schneller hier durch. Warte. Wollen wir den machen? Nee. Das ist ja alles so Bullshit da. Okay, wir gehen weiter runter. Wow, die Folge wird richtig kurz nur. Dabei machen wir zwei Challenges in einer Folge. Mann. Ja gut, ich hätte vielleicht nicht bis zum Boss immer durchwaschen. Oh, nein! Wir haben unser erstes Leben verloren. Ich glaub's ja nicht. Nein. Oh, das war doof, dass ich hier reingegangen bin. Oh, okay. Jetzt verlieren wir. Oh nein, wir verlieren. Oh, wir haben wieder volle Leben. Okay. Ich würde gerne die Suicide King-Dings noch einsetzen. Dann machen wir das halt, nachdem wir Mams Herz besiegt haben. Plup, 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 plup. Jum. 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 Ich bin ein Beyblade. Oh, Small Walk. Okay, cool. Und letzte Ebene. Easy. So, was haben wir hier? Aha. Moment, was ist das für eine Karte? So, Lavas. Ja, perfekt. Die habe ich gebraucht. Habe ich schon immer gesucht. So, wo ist der Boss? Da hinten. Wir könnten hier abkürzen. Müssen wir ganze 3 Räume nicht machen. Ist das nicht toll? Ich mag das voll. Einer so ein bisschen an meine Nintendo 64 Zeit. Mit. Na, wie heißt das Spiel da nochmal? Hä? Ah, dieses eine Mario-Spiel. Ich habe den Namen vergessen. Mario Party. Mario Party auf Nintendo 64, wo es diese Spiele gab, wo man die ganze Zeit den blöden Stick. Ach, warte, wir können sie auch so besiegen. Wo man die ganze Zeit den blöden Stick. Hä, wir können doch noch weiter. Wir müssen sogar noch weiter, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo man diesen blöden Stick immer hin und also so im Kreis drehen musste. So schnell man konnte, und davon gab es richtig viele Spiele. Und dann hatte man immer Blasen. Ganz viele Blasen an der Hand. Das war nicht schön. Aua. Aber man wollte ja gewinnen. Also ist man dieses Risiko gerne eingegangen. Und das erinnert mich gerade daran, wenn ich mich so drehe. Hui. Destruction. Toll. Super Karte. Ganz tolle Karte. So. Schuh, schuh, schuh. Schuh, 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 schuh.
ihr trefft mich eh nicht, ich bin der Schnellste. Hui! Bum, bum, ich bin ein Beyblade, keiner kann mich aufhalten. Das ist doch richtig bescheuert. Hui! Ah, mein Finger tut weh. Meine Hand tut weh. Oh nein, wir haben Schaden bekommen. Nein, was soll ich jetzt so tun? Hallo Isaac. Ich hätte vielleicht mit dem Schwert die ganze Zeit auf ihn draufbleiben sollen, aber so ist es witziger. Oh, warte, er ist noch gar nicht tot. Wir dürfen sogar noch in die Chest, oder wie? Okay. Ab in die Chest. Cool. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Aber wir haben keine Schlüssel. Hätten wir vielleicht mal mitnehmen sollen. Wum, 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 wum. Pow. Wehe, du triffst mich. Niemand darf mich töten. Niemand. Außer ich selber. Aua, ey. Da haben wir schon mal einen Schlüssel. Na, siehst du mal. Können wir schon mal eine... Ja, was macht ihr jetzt, ihr Gehirne, hä? Was macht ihr jetzt? Haha! Damit hat es nicht gerechnet. Wo ist eigentlich der Boss? Ach, da rechts. Nein, da laufe ich ja falsch. Wir brauchen ein paar Schlüssel. Ah, jetzt laufe ich wieder falsch. Ich bin ja blöd. Na, gibst du mir einen Schlüssel? Nö, immer nur diese blöden blauen Herzen. Was will ich damit? Nee, komm her. Ich bin ein Beyblade. Bist du auch ein Beyblade? Ich bin ein Beyblade. So. Oh nein, wir wurden getroffen. Oh nein. Wir machen schnell diese Truhe auf. Okay, jetzt können wir gar nicht mehr verlieren. Jetzt sind wir nämlich ein Vampir. Ja. Und Vampire können nicht sterben. Wir gucken voll derpy. Naja. Stirb, 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 stirb. Okay, ich will keine Leben in diesem Raum verlieren. Deswegen muss ich jetzt mal kurz vom Beyblade sein ablassen. Okay, doch nicht. Nein, das haben wir verloren. Oh Gott. Ah, okay. Wir haben uns geheilt, weil wir ein Vampir sind. Sag ich ja, wir sind unbesiegbar. Unbesiegbar, Leute. Unbesiegbar. Der unbesiegbare Beyblade. Habt ihr Beyblade geguckt? Das alte? Das neue? Was auch immer für ein Beyblade? Ich habe sie alle geguckt. Und früher war das irgendwie cooler als heute. Aber, oh ja, ich will mal wieder Beyblade spielen. Das ist schon witzig. Oh nein, was mache ich denn jetzt nur? Oh nein. Oh nein, ich bin doch nur ein Beyblade. Was soll ich nur tun gegen ihn? Oh nee. Oh, wir sind gestorben. Verdammt. Sind wir echt noch gestorben? Ich glaube das ja nicht. Wie konnte das denn jetzt nur passieren? Oh. Big Fan. Yay. Ach, guck mal, wir sind fast... Wir sind fast der Lord of Flies, oder wie der Typ heißt. Okay, dann will ich jetzt noch... Nee, nee, nee. Nehmen wir nicht mit. Dann will ich der jetzt noch werden. Bumser Key. Okay, wir haben ganz viele Schlüssel. Wir können Truhen öffnen. Komm schon, ein Fliegen-Item. Ein Fliegen-Item. Ah. Was will ich damit? Ich brauche Fliegen-Items. Fliegen-Item? Kein Fliegen-Item. Gib mir jetzt mein Fliegen-Item. Ich habe schon zwei. Hä, hey, habe ich nicht eigentlich schon drei? Bisschen Riemen. Hilfe. Oh nein, was hat er vor? Ja gut, Schwert und rote Fliege ist natürlich schon ein bisschen OP. Lol. Das ist auch bescheuert. Ich will jetzt mein Fliegen-Item haben. Manu, ey. Gib es mir. Gibst du mir mein Fliegen-Item? Auch nicht. Wann sind die alle durch? What? Keiner kann mich stoppen.
Niemand. Darf man die eigentlich berühren? Ich habe keine Ahnung. Sei priceless. So, ihr gebt mir jetzt ein Fliegen-Item. Ihr seid quasi eine Fliege. Ach komm. Blöde Chest. Warte, da oben ist noch ein Raum. Eine Chance haben wir noch. Ich will jetzt noch Lord of the Pit werden. Mensch. Na gut, dann nicht. Schade. Nehmen wir doch die Bibel mit, weil sie so schön ist. Und weil wir ein Engel sind. Wir sind fast gestorben. Nein! Ich würde mich aber mal fragen, als was wir denn wiedergeboren werden. Okay, ich kann mich nicht selbst umbringen. Ich bin zu blöd, mich selbst umzubringen. Mann. Ja. Na gut. Gehen wir da halt hin. Cool. Haben wir die Challenge auch geschafft? Zwei weitere Challenges geschafft. So, welche haben wir jetzt insgesamt? Wir haben die Demonic, dann Angelic oder Angelic. Angelic hört sich aber cool an. Haben wir den Blutmartyr und Black Death. Guck mal, die sind sogar alle hintereinander. 6, 7, 8, 9. Mama. Ja, uns fehlt noch Mama, uns fehlt noch die ganzen ersten hier. Angst habe ich vor Careful und Patience. Und der ersten, Beastmaster. Wir können ja mal reingucken. Möchte ich den Careful? Get in the box. Careful. Careful gibt uns zumindest zwei Schlüssel. Ach, deswegen Careful. Weil wir jedes Mal in vier Richtungen ein Eye-Pickaxe schießen. Ja, gut. Können wir ja beim nächsten Mal mal machen. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich auf Continue klicke oder wie? Keine Ahnung. Ja, bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Übermorgen dann weitere Challenges. Morgen wieder normaler One, wo wir versuchen, Godhead oder Missing No freizuschalten. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!